Und ich bin wieder da. Teil 3 unseres morphischen Feldes des Zeitraumkontinuums. Wir hatten gerade gemeinsam, hoffe ich, festgestellt, dass es eine Vergangenheit gibt und eine Gegenwart, die gerade im Moment zur ebenfalls Vergangenheit geworden ist. Die Buddha-Figur, das Bild. Und dein Gastgeber, der mit der Taschenlampe, hat dir die Frage gestellt, wohin soll ich jetzt als nächstes leuchten? Was wäre in dem Raum drin? Was wünschst du dir? Was könnte sein? So, und jetzt scheiden sich die Geister. Die Menschen, die immer Angst haben vor der Zukunft, die nicht wissen, was auf die zukommt, die nur in der Vergangenheit leben, weil es bekannt ist, das vertraut, auch wenn diese Vergangenheit möglicherweise negativ geprägt war, aber man kennt es. Diese Leute werden sagen, ach weißt du, eigentlich mir egal, also du kannst gerne nochmal die Buddha-Figur leuchten, anleuchten, die war ganz nett. Aber bitte das Bild nicht, das war ein bisschen hässlich und das hat mir Angst gemacht, was auch immer. Der kommt gar nicht auf die Idee zu sagen, oh, bitte zeig mir die Welt. Zeig mir, was zu mir jetzt passt, wo ich mich drüber freuen würde. Und nicht zu sagen aus der Vergangenheit, naja, okay, dann zeig mir noch ein Buch, dann zeig mir noch ein CD von einem spirituellen Künstler, dann zeig mir die Behandlungsliege, zeig mir irgendwas, weil er sich schon Gedanken gemacht, was in diesem Raum sein könnte und was für ein Raum das möglicherweise sein könnte, zum Beispiel ein Behandlungszimmer. Er weiß es aber nicht. Er kramt nur aus dem begrenzten Wissen seines bisherigen Wissens irgendwas raus. Hat vielleicht 5, hat vielleicht 10 Möglichkeiten, vielleicht auch 20, vielleicht auch 100. Aber dein Universum, die Zukunft, die ja schon vorhanden ist, die du aber noch nicht kennst, hält unbegrenzte Möglichkeiten zur Verfügung. Warum solltest du dir Gedanken machen darüber, dass irgendetwas Schreckliches in deinem Leben passieren könnte, wenn du es ja sowieso eh noch nicht kennst? Wenn du noch nie mal hingeschaut hast, wenn du dir noch nicht mal Gedanken darüber gemacht hast, was könnte denn zu meinem Leben, zu mir jetzt in diesem Raum passen? Alles ist möglich. Jede Information wäre möglich jetzt. Du bist immer noch in dem dunklen Raum und du wirst langsam unruhig und sagst, bitte, bitte, mach jetzt das Licht an, zeig es mir hin. Du entscheidest, was letztendlich auf dich zukommt. Bitte betrachte das wirklich als Metapher. Du hast also jetzt auch ein Zukunftskontinuum geschaffen, das aber für dich völlig unbekannt ist. Du kannst noch nicht mal eine Sekunde in die Zukunft schauen. Warum machst du dir Angst darüber? Die Angst resultiert nur aus deinen Erfahrungen der Vergangenheit, die du transportierst in deine Zukunft. Aber die Zukunft ist ungewiss. Jetzt im Moment könnte von oben ein Flieger runterfallen. Und alle deine Pläne für die Zukunft wären sowieso eh hinüber. Oder jetzt im Moment könnte es an der Tür klingeln und könnte irgendjemand reinkommen. Oder jetzt gerade im Moment kommt ein Motorradfahrer hier diese doch relativ wenig befahrene Straße vorbei und erheischt seine Aufmerksamkeit. Habe ich vorher nicht geplant. Als ich dieses Video machen wollte, habe ich gedacht, okay, jetzt ist es ein bisschen schattig. Es ist nicht mal so heiß, heute waren es also fast 35 Grad und ich nutze die Gelegenheit, wo keine starke Sonne mehr ist und wo es ruhig ist. Und da kommt so ein Motorradfahrer. Kann ich nicht wissen, kann ich auch nicht in irgendeiner Weise beeinflussen. Außer, dass ich jetzt das Video ausklicke und sage, war keine gute Aufnahme, ich fange nochmal von vorne an. Aber die Worte, die ich gesprochen habe, die ganze Zeit, die werde ich nicht mehr nochmal nachsprechen können. Weil ich sie mir nicht notiert habe. Ich habe kein Manuskript. Ich rede frei. Das heißt, ich bin im Flow. Ich bin definitiv im Flow. Ich lasse mich führen von irgendeiner höheren Macht, Intelligenz, wie auch immer, dass die Worte jetzt gerade kommen, die jetzt auch gesprochen werden. Wir kommen zurück zu unserem Gleichnis. Was bedeutet das für dich? Du hast die Vergangenheit, deine persönliche, das ist nicht die Vergangenheit, die Erfahrung irgendeines anderen Menschen, deine ganz eigene. Du hast deine Gegenwart gehabt, die auch schon wieder Vergangenheit ist und du hast eine Zukunft vor dir. Im Bauchgefühl kannst du sagen,
Das ist stimmig. Das hätte ich gerne. Ja, das passt. Aber alles andere, Angstszenarien, machen keinen Sinn. So, um jetzt in die Heilung zu kommen, was ich in dem Teil 1 unseres Videos gesagt habe, um in den Heilungsmodus zu kommen, in dem Quantenheilungsmodus zum Beispiel, brauchst du willentlich das Loslösen von dem Zeit-Raum-Kontinuum, das Auflösen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, weil du weißt, es ist alles zur gleichen Zeit da. Auch die Zukunft ist ja da. Es ist ja alles in dem Raum drin, du weißt es bloß nicht. Aber es ist alles da. Alles, was die Zukunft dir bieten kann, ist schon da. Aber wie schaffst du es jetzt? Wie schaffst du es jetzt, aus dieser Nummer rauszukommen? Teil 4. Und ich drücke wieder auf den Stopp-Knopf.